Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Spitzenspielatmosphäre im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion. Serienmeister Wolfsburg war mal wieder zu Gast in Potsdam. Die Turbinen konnten mit Felicitas Rauch eine alte Bekannte begrüßen. Der andere Abgang, Sven Yahut, war ja verletzungsbedingt nicht dabei. Turbine hatte sich natürlich viel vorgenommen und wollte die Wolfsburger Startruppe möglichst lange in Schach halten. Doch kalte Dusche schon nach 2 Minuten. 1:0 wie aus dem Nichts durch Sarah Gunnarsdottir. Da waren die Turbinen offenbar einfach noch nicht richtig auf dem Platz. Wenn man so eine ganz junge Truppe da aufs Feld schickt und spielt gegen eine der besten Mannschaften, die es in Europa gibt, die die höchsten Ansprüche haben, die es überhaupt gibt, ja, dann ist es klar, dass man vielleicht auch ein bisschen Ehrfurcht hat. Ja, das war irgendwie so aus dem Nichts, so ein Kullerball. Also ja, darf nicht passieren, da muss einen eigentlich irgendwer rausrücken und sie stellen. Und ja, ich weiß nicht, aus 20 Metern kann sie da nicht so frei schießen. Da haben wir irgendwie noch geschlafen, ist ein bisschen ärgerlich. Und auch danach ging es nur in eine Richtung weiter, in Richtung Vanessa Fischer nämlich, die hier nicht an den Ball kommt. Eva Pajor hebt ihn aber zum Glück für die Turbinen nur auf die Latte. Den Nachschuss von Harder kann Johanna Ell sich auf der Linie klären. Durchatmen bei den Turbinen. Meister Wolfsburg drückte mit aller Macht auf die frühe Entscheidung. Die erste Viertelstunde gehörte eindeutig den Gästen. Wieder Pajor, diesmal knapp am Tor vorbei. Doch die Turbinen bekamen jetzt allmählich endlich mehr Zugriff auf das Spiel. Sarah Sadrasil schließt den ersten erfolgsversprechenden Angriff der Potsdamerin ab. Die Richtung stimmte schon mal. Dann aber die 34. Minute. Luca Graf im Zweikampf mit Pernilla Harder im Strafraum. Der Ball springt ihr an den Arm und Schiedsrichterin Susanne Kunkel entscheidet auf Handelfmeter. Die Dänin tritt selbst an und verschießt. Das war offenbar der Hallo-Wach-Effekt für die Turbinen. Kurz vor der Pause der beste Potsdamer Angriff. Von Nina Ehegötz eingeleitet, Anna Gaspar mit der präzisen Flanke und Lara Praschnika köpffreistehend über das Tor. Das war sie, die Riesenchance zum Ausgleich. Ich glaube, ich habe auch den Ball gut getroffen und ja, leider hat heute nicht, ist nicht nach unten gefallen, so wie sonst, aber ja, so passiert. Und Ich hatte leider kein Tor gemacht. Aber da ging doch vielleicht was. Turbine wollte in der zweiten Hälfte unbedingt den Ausgleich erzielen, musste aber hinten immer aufpassen, denn die Wolfsburgerinnen blieben stets gefährlich. Felicitas Rauch hätte hier fast an alter Wirkungsstätte ein Tor erzielt. Und nach einer Stunde kam Turbine immer besser ins Spiel. Gina Schmininski endlich mal wieder mit einem Ausrufezeichen Richtung Wolfsburger Tor. Ecke dann für die Gastgeberin. Der Ball ist noch heiß und Rahl Kiewicz hat plötzlich die nächste Riesengelegenheit auf dem Fuß. Aber die Turbinen zielten an diesem Nachmittag leider immer nur über das Tor. Potsdam gelang also der Ausgleich nicht und so kam es, wie es kommen musste. Wolfsburg machte irgendwann den Sack zu. Eva Pajor mit dem 2:0. Doch die Turbinen gaben sich nicht auf. Schöner Pass von Gina Schmilinski auf Anna Gaspar. Die war noch vor dem Strafraum gehalten worden. Freistoß also aus aussichtsreicher Position. Zunächst Pech für Lara Praschnika, aber den Nachschuss von Gina Schmilinski, den hält Hedwig Lindoll im Wolfsburger Kasten einfach Weltklasse. Mit der Rücknummer 24, Lara. Nichts war es also mit einem Turbinetor gegen die Wölfinnen. Stattdessen markierte Sarah Gunnarsdottir in der Schlussminute sogar noch das 0:3. Ein Ergebnis aber, das der starken kämpferischen Leistung der Turbinen nicht gerecht wird. Heute haben wir gezeigt, dass wir auch richtig gut verteidigen können. Und das sind einfach viele, viele positive Ansätze, die wir einfach in den nächsten Wochen ausbauen wollen, um einfach uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Ist die Enttäuschung groß oder, wie du gesagt hast, nehmt ihr auch was mit aus dem Spiel? Klar sind wir erstmal enttäuscht, dass wir verloren haben, aber wie gesagt, wir können auf jeden Fall darauf aufbauen und müssen in den nächsten Spielen genauso weiterspielen und dann gewinnen wir die nächsten Spiele auch wieder. Abhaken und weitermachen heißt es also bei Turbine Potsdam nach der klaren Heimniederlage gegen Meister Wolfsburg.